Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Finale womöglich, keine Ahnung. Was ist das? Bild. Hatten wir alles durch? Ich bin mir nicht sicher. Wir haben Stufe 3 gehabt, aber dann auch ziemlich alles erledigt, glaube ich. Nicht irgendwas vergessen, irgendwie noch ein Post-it oder so. Ich will ja alles mitnehmen. Kann ich überhaupt sehen hier? Hier haben sie Zugriff auf alle Nachrichten. Nein, oh Gott. Shit. Muss ich das jetzt lesen? Ich weiß sowieso nicht, wo ich jetzt bin. John verlässt uns. Oh nein. Ich will das gar nicht lesen, das ist zu viel. Logbuch? Ne. Ach so, ich habe eine Karte. Das wusste ich nicht mehr. Ich glaube, das hilft. Gut, ich gehe mal davon aus, ich habe alle. Dann gehe ich jetzt zurück zum Animus. Lass mich wieder reinschlurpen. Schlurp. Der Hafenmeister, der hat gar nichts mehr zu melden. Oktober 1722. Gentlemen, wie gefällt es euch hier? Es wird uns sicher reichen. Doch unser Ziel muss es sein, uns noch weiter zu verteilen. Unter den Menschen, die wir schützen, zu leben und zu wirken, so wie Altair ibn La'ahad es uns lehrte. Nun, bis es soweit ist, nutzt es nach Belieben. Edward, Captain Woods Rogers Wunden sind verheilt. Er ist wieder zurück in England, entehrt und verschuldet. Bleibt aber gefährlich. Das erledige ich bei meiner Rückkehr. Ihr habt mein Wort. Namt Anne. Edward. In den nächsten paar Monaten segle ich nach London. Es wäre mir eine Ehre, wenn du mitkämst. Sein Hals backt. Ist England ist die falsche Richtung für eine Frau aus Irland. Bleibst du hier bei den Assassinen? Nein. Ich habe nicht die Überzeugung im Herzen. Und du? Irgendwann, ja. Wenn mein Geist zur Ruhe kommt und mein Blut sich abkühlt. Schiff voraus! Es nähert sich der Bug! Du bist ein guter Mann, Edward. Und wenn du es einst länger als eine Woche an einem Ort aushältst, bist du auch ein guter Vater. Of all the money that e'er I had, I spent it in good company. And all the harm that e'er I've done, alas, it was to none. Nö, da hat niemand was verpasst, der gerade einschaltet. Also, ich habe genau hier geladen. Good night and joy be with you all.
Was? Wie? Nee. Ich habe gerade erst angefangen. Das könnt ihr nicht machen. Ich habe die Credits gerade. Hallo. Ich will spielen. Ihr könnt mir doch nicht die Credits vor... Das kann doch nicht wahr sein. Ey, das ist die erste Folge der Session 19. Wie geht das? Toll, das hätte ich ja auch machen können, das letzte Mal. Unglaublich. Ich fühle mich verarscht. Ich will mein Geld zurück. Ich wollte gerade spielen. Ich wollte noch auf See fahren. Lol. Ja, hier unglaublich. Ich habe noch nie, einen Stream mit den Credits gestartet. Tja, Leute, das war Let's Play Black Flag. Okay. Ja, Ich dachte, da kommt noch mehr. Aber das war es anscheinend schon. Ich habe immer noch offene Fragen. Vater, konntest du schon immer ein Boot segeln? Die Jackdaw ist ein Schiff, Jack. Kein Boot. Aber hast du es denn gekonnt? Nein. Nein, erst als ich Bristol verlassen hatte. Ah, als du Mom. Ich habe deine Mutter nicht. Ich ging jedenfalls nicht ohne Verabschiedung. Es war eine Abmachung, weißt du, zwischen deiner Mutter und mir. Sie sagte was anderes. Sie sagte, du sprachst immer davon, ein Boot zu segeln und in der neuen Welt reich zu werden. Ich wollte immer ein Schiff segeln. Das stimmt. Aber nicht zum Spaß, sondern für uns, damit sie versorgt ist. Und ich nicht. Mom sagte, du wusstest nichts von mir. Kann du hättest nur einmal im Jahr geschrieben und sie hätte nie gewusst, wo du gerade warst. Das ist wahr und es tut mir sehr leid. Hätte ich es früher gewusst. Wer weiß. Vielleicht wäre ich gekommen. Ich hoffe es. Nun, du hattest zu tun. Da bin ich sicher. So war es doch. Das wäre egal gewesen. Kann ich dein Boot steuern? Boot? Ich sehe kein Boot hier. Du etwa? Lol. Ich meinte Schiff. Das weißt du doch. Ich sehe da sowieso keinen Unterschied. Ah, dabei ist es ganz einfach, Jenny. Ein Schiff kann ein Boot tragen. Aber ein Boot kann kein Schiff tragen. Na, dann ist doch alles ein Schiff. Ob groß oder klein, außer mein Spielzeugboot. Das, mit dem ich immer baden gehe. Ich glaube, es ist die Tochter von ihm. Das hast du sehr klug beobachtet. Ist es schwer, über Caroline zu reden, Jenny? Über deine Mutter? Nein. Sie starb vor vielen Jahren. Sie fehlt mir sehr, doch das geht schon. Hatte sie Schmerzen? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Sie war eine ganze Weile sehr glücklich. Dann nicht mehr so sehr. Da habe ich sie kaum noch gesehen. Und dann war sie fort. Das... Tut mir leid. Tut mir leid, dass ich nicht für dich da war. Ach, schon gut. Jetzt bist du hier. Und wir erleben Abenteuer. Aber nur ein ganz kleines, hoffe ich. Ich vertrage keine großen Überraschungen mehr. Glaubst du, wir sehen einen Wal? Ja, das ist sehr gut möglich. Und was ist mit Piraten? Werde ich Piraten sehen? Nein. Das ist sehr unwahrscheinlich, denke ich. Oh, das ist schade. Ich hätte so gerne einen gesehen. Ich sag dir was, Jenny. Sobald sich der Wind etwas gelegt hat, darfst du die Jackdaw steuern. Ein Abstecher ans Ruder, bevor es dunkel wird. Oh ja! Mitten die Credits abgeschnitten. Keiner will sie sehen. Zack, tot. Keiner möchte die Credits sehen. Das ist nicht mal das Spiel hat. Ey, cool, das ist der Anfang von Assassin's Creed 3. Keiner möchte die Credits sehen. Zack, weg. Ich habe nichts gemacht.
Miss Jennifer Kenway, darf ich mich euch vorstellen? Jennifer Scott, wenn's recht ist. Verzeihung, ich... Meine Tochter wuchs bei ihrer Mutter auf, Caroline, bis sie vor ein paar Jahren verstarb. Jenny zieht ihren Namen dem meinen vor. Ah, verzeiht meine Unkenntnis. Ich schon, sie vielleicht nicht. Vater, hilf mir! Der kleine Rotzlöffel dagegen ist ein Kenway. Was ist los, Hatham? Ich kann die Bühne nicht sehen. Hoch mit dir. Besser so? Ja, doch wird dein Arm nicht müde? Hey, so alt bin ich noch nicht. Und falls ich ermüde, können wir ja gehen und deine Mutter treffen auf eine Schokolade bei White's. Wie klingt das? Ja, bitte. Gut, still jetzt. Scheiße. Ach, die Kriege sind fortgesetzt. Und gespeichert wird auch noch nebenbei. Man kann dir ja den Fortschritt verlieren. Der kleine Sohn ist übrigens der Vater von Connor aus Assassin's Creed 3. Wir hatten gerade Assassin's Creed... Ja, spiel ein bisschen leiser. Wir hatten gerade das Assassin's Creed 3 Anfang quasi mitgekriegt. Das heißt, das spielt quasi nahtlos rüber. Cool. Ja. Hallo Grauen. Wollte eigentlich letzte Woche schreiben, dass du den Endboss besiegt hast und nichts mehr kommt und deine Reaktion sehen. Die Reaktion war cooler. Das hat mich voll überrascht, dass plötzlich die Credits kamen. Ich wusste von nix. Ich dachte, wir spielen noch eine Stunde und dann machen wir hier noch zwei Stunden und dann machen wir den DLC. Ich habe nichts vorbereitet, ne? Tja, wir wissen, dass... ich erzähl spoilerfrei. Wir wissen, dass Hatham Kenway der Hauptprotagonist von Assassin's Creed 3 ist. Jo. So viel dazu. Krass. Also besteht der heutige Stream nur aus dem Abstand. Ja, genau, es wird gespeichert. In zwei Abständen, also im Abstand, im Abspann wird gespeichert. Ja, wir schauen uns jetzt die Credits an, also es ist so. Was soll ich sagen? Gut, also ich kann, während die Credits laufen, kann ich ja auch ein bisschen was erzählen über den, über das Spiel selbst. Echt cooles Setting, mir hat das Piraten-Setting gefallen. Schöne riesige Welt, also wir sind weit über 100 Folgen. Und ja, es hat Spaß gemacht. Grafisch natürlich eine deutliche Verbesserung, ne? Das ist ja klar. Auch wenn es mal einige Grafikfehler gibt, aber dafür ist Ubisoft bekannt. Dafür ist Assassin's Creed bekannt. Ohne Bugs und Grafikfehler geht es nicht. Aber wir haben einige Bugs. Doch, wir haben einige gesehen. Wir haben ein Schiff, das einmal aus dem Meer gekommen ist, gesehen. Und zwar von unten, einmal unten sich selbst gedreht hat. Am Hafen. Wir hätten auch Leute, die ganz komisch wegflogen, gesehen, die verbuggt waren. Ich bin teilweise gegen eine Alpha-Wand gesprungen oder so, habe ich das Gefühl gehabt. Aber ansonsten, das Kampfsystem ist merkwürdig. Zum Schluss habe ich irgendwie den Dreh raus gehabt, als ob das Spiel Doppeltasten annimmt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt auf dem Xbox 360 Controller, ja, ich bin oldschool, A und B oder A und X gedrückt halte mit gleichzeitig, dann macht er irgendwie eine Special-Aktion. Das habe ich gedacht, das Gefühl. Jo. Ansonsten ist das sehr zäh. Wenn man diese Depp mit der Perücke hat und mit dem Hut, dann wird es noch schlimmer. Die killen einen wirklich den Spaß. Ich hoffe, das wird später besser. Ansonsten mit dem Schiff, cool. Bis auf das eine legendäre Schiff, das wir nicht gekillt haben, haben alle funktioniert. Aber die anderen, die haben mich gebrochen. Das ist unmöglich, das geht nicht. Ja. Toll. Ansonsten, Soundtrack ist natürlich auch top, auch wenn Content-ID von YouTube manchmal ein bisschen reingrätscht und sagt... Ach nee, das war nicht wegen dem Soundtrack, oder? Doch. Hey. Gerade immer Ton weg.
Auch wenn YouTube da sagt, der Soundtrack gehört da nicht dazu und so. Blablabla. Egal. Sollen sie einen Spaß mit Content-ID haben. Hauptsache das LP ist drauf. Ein paar Dinge schwierig zu finden ohne Lösung. Aber ich bin jetzt auch durch. Also ich möchte jetzt gerne nicht mehr irgendwie eine Seefahrt haben. Ich möchte jetzt wieder Land haben. Ich möchte wieder eine große Landfläche sehen. Wenn man jetzt wieder irgendwie ein Assassin's Creed mit Seefahrt hat oder so, das wird jetzt wirklich eintönig. Diese langen Fahrten, also ich habe am Ende ja angefangen zu nicht mehr diese Seefahrten zu sehr zu machen, weil das ist wirklich, wirklich lang. Übrigens, wir spielen auch gleich den DLC weiter, also das LP geht in dem Fall weiter mit Schrei der Freiheit oder keine Ahnung, wie das DLC heißt, der DLC. Der kommt direkt im Anschluss. Mal gucken, wie lange der geht. Liberty hat richtig lange gedauert. Ich muss mal gucken, ob ich... Ich weiß nicht, habe ich Liberty in dieselbe Playlist gejagt? Ich gehe mal gucken. Gut, also ich kann Assassin's Creed 4 jedem empfehlen, der das Piraten-Setting mag. Bisher, neben der Ezio-Trilogie, neben Brotherhood, eines der besseren. Die Story ist sehr, sehr gut. Seitdem YouTube... Oh, YouTube... Was machst du? Ach, da sind die Playlists. Oh Gott, die haben die App umgestellt. Die Studio-App ist ein totaler Haufen an eckigem Zeug. Da kannst du Rührei drin essen. So eckig ist das. 116 Videos haben wir gerade da drin. So, ich muss nochmal runterscrollen. Da ist Creed. Scroll, 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 scroll. Oh, ich muss so weit runter. Ja, Liberation habe ich direkt im Anschluss reingeklatscht. Das wird hier auch sein. Ihr seht also nicht das Ende direkt. Außer dieses Ende, von diesem Ende. Mit dem ich angefangen habe übrigens. Kannst du nochmal betonen, ich habe den Stream angefangen und gleich im Anschluss kamen direkt die Credits. Ich habe das Gelaber gehört von Sean und Rebecca und dann habe ich mich ins Animus begeben, nachdem ich Aufnahme gestartet habe, dann kam dieser Epilog und Abspann. Mehr gab es nicht, ich habe keine Chance gehabt, irgendwas zu spielen gerade, außer meine 2 Meter zu gehen. Die Frage, die ich jetzt noch offen habe, ist, die Geschichte um Abstergo Industries und Entertainment ist nicht abgeschlossen, die ist offen, die ist sperrangelweit offen, die haben die Entwickler nicht zugemacht gerade. Ich erwarte jetzt, ich verlange zu erfahren, und zwar in dem Add-on, was wir gleich spielen werden, in Helix, was ist denn Helix bitte, in dem Add-on, keine Ahnung, Freiheit irgendwas, verlange ich, und das will ich, wenn nicht, dann gibt's total Shitstorm von mir, dass die Geschichte beendet wird. Und auch nur kurz oder irgendwas. Ich will hören, wie es weitergeht. Wir haben Juno da drin gesehen. Ich will wissen, wie es da weitergeht. Die haben die Tür mit einem Panzer offen gelassen. Also ich bitte euch. Ja, Lokalisierung PC. Bestes Gameplay-Mittel überhaupt. Auf der ganzen Welt. Noch besser als die Konsolen. Ja, finde ich gut. Gut. Synchronisation ist sehr gut. Die Stimme hat sehr gut gepasst zu Edward. Das ist das dritte Mal, dass es speichert im Outro. Translation. Ja, die Voice Actor sind gut. Kluckert und Dieter Klebsch, wenn ich das richtig gelesen habe, das sind Bekannte. Einer davon hat Blackbeard, Entschuldigung, Blackbart gesprochen. Das ist die beste Übersetzung. Blackbart. Anstatt das Blackbeard schreiben oder Schwarzbart, haben sie Blackbart geschrieben.
Der Schrei nach Freiheit kommt, bevor Candy kam. Okay. Der Schrei kam, bevor der Candy kam. Und alle Add-ons kamen danach. Okay, also, tja. Das ist ein bisschen mies, wenn das jetzt nicht geschlossen wird. Meine Fresse. Also ich lasse das in einem Video, ne? Also wir haben schon 20 Minuten. 15 Minuten sind davon schon Credits. Gib ihm. Es geht um Sklavenbefreiung und so. Oh, nicht schon wieder. Das haben wir doch in Liberation schon abgefrühstückt. Musik, warum bist du eigentlich so laut? Das haben wir doch in Liberation schon abgefrühstückt. Diese Sklavengeschichten. Bitte nicht irgendwie eine neue Funktion einbauen, die irgendwie merkwürdig ist. Die ich noch nicht richtig verstehe. Ich weiß doch, ich kenne doch die Pappenheimer. Die DLCs werden doch irgendwie probiert, um Leute herauszufinden, was sie mögen. Multiplayer. Dieses Minigame mit Kenways Flotte ist totaler Überflussmüll. Das hat gar keinen Nutzen. Dass du da reingehen kannst und diese Schiffe da kapern kannst und dann halt diese Dinger da machen kannst, ne? Das ist total überflüssig. Das brauchst du nicht. Um dann mal ein Spiel fortschreiten zu können, brauchst du diesen Müll nicht. Eine neue Waffe, die mir gefallen würde. Man kann auch mit dem Schiff fahren. Naja, gut. Wir werden es ja sehen. Wisst ihr, was der richtige Arsch-Move wäre von mir? Wenn ich jetzt sage, Outro. Wenn ich jetzt das Outro mache. Und euch einfach sage, jo, das war's. Es kommt nichts mehr. Danke fürs Zusehen. Ich spiele jetzt FIFA oder solche Sachen. Das wäre jetzt der richtige Arschficker-Move. Im wahrsten Sinne, auf gut Deutsch zu sagen. Oh, ich liebe die Credits, ey. Das ist immer so ein Meilenstein. Wenn ich die bei Neverwinter Nights, was ich gerade spiele, sehe, dann bin ich froh, dass das endlich durch ist. Und ich das Spiel erstmal beenden kann. Shadow geht mir auch auf den Sack. Spielt das denn mal endlich weiter? Ich will das endlich weitersehen. Gut. Passenger Concept Designer. Ich weiß nicht, warum Passagiere da jetzt konzeptiert werden sollen. Mann, haben da viele mitgearbeitet. Das merkt man nicht so. Wenn es einem Studio gut geht und die Leute gut behandelt werden, dann sieht das Spiel hinterher auch sehr gut aus. Und dann funktioniert das auch. Wenn ein Entwickler drangsaliert wird, unter Druck gesetzt wird, die Mitarbeiter frustriert oder keine Ahnung, gemobbt oder alles Mögliche werden und das total schlecht ist, dann sieht das Spiel immer noch scheiße aus. Das macht sich bemerkbar. Ganz wichtig, Copyright. Wir respektieren das Copyright. Kauf das Spiel. Ohne Scheiß. Es ist gerne im Angebot. Kauft euch das. Unterstützt Ubisoft. Ausdrücklich. Ich hab's original. Und ich werde alle Assassin's Creed spielen. Es sei denn, die machen MMO daraus. Dann nicht. Ich bin kein MMO-Kanal. Das will ich auch nicht werden. Mein Kanal soll nicht aus ESO, Bless Unleashed, Guild Wars und keine Ahnung, später noch Final Fantasy bestehen. Dafür habe ich nicht die Zeit. Aber kauft euch das Spiel, das ist wirklich cool. Ihr seht zwar von dem Spiel jetzt nichts mehr, aber es ist wirklich cool. Ich verspreche es euch.
Ich habe 19 Sessions durch. Ich bin mitten im LP, ich kann sie leider nicht überspringen. Tut mir leid, aber... Ich wette euch, es wird noch gleich was kommen. Das hat Ubisoft, glaube ich, im Assassin's Creed 3 wahrscheinlich auch schon gemacht. Da kommt noch was am Ende. Wir machen den Marvel-Move. Ja, so eine Credits können gut 35 Minuten gehen. UBIP Director. Bin mal gespannt, was gleich kommt. Leute noch nicht gewundert haben, dass das ist jetzt auch echt blöd, ne? Also die Leute, ich habe jetzt das auch bei, das wird zum vierten Mal gespeichert. Ich habe das bei Twitter und bei mir im Discord reingeschrieben, dass ich das jetzt streame hier. Die Leute klicken rein, erwarten, oh, da spielt es eine Black Flag. Cool, da klicke ich mal rein. Und er sieht die Credits, oh, zu Ende und geht einfach. Ich verspreche mit euch, es geht gleich weiter. Ich komm mir vor wie aus einer Werbung oder so, ist ja widerlich. Worldwide Consumer Service. Das ist doch mal ein Service. CMK Analysts, was ist das denn? Worldwide Music Director. Worldwide Business. Ach komm, diese Marketing-Koordinator und so und diese... Keine Ahnung, die PR-Dinger, ich weiß nicht, ob die wirklich daran, ob sie wirklich hier reingehören in dem Spiel. Die haben doch nicht das Spiel gebaut, oder? Ich finde, die Credits sollte man stumpf abkürzen, auf den Entwickler kehren. Und dann der Publisher. Und dann das Ende, meiner Meinung nach. Der Entwickler kehren und, na, Sounddesign und so, ist wichtig. Aber doch nicht irgendwelche irgendwas, was außerhalb des ganzen Settings spielt. Der Schwippschwager von dem Chef braucht doch nicht hier drin sein. Den kenne ich noch nicht mal. Frag Doll. Ich weiß nicht, aber frag Doll. Da steht's, frag Doll. Doll weiß es. Jetzt kommt auch noch der Vice President. Dieses steht hier noch, keine Ahnung, Barack Obama drin oder so. Ich habe gerade Jim Carrey gelesen. Der ist eben gefragt, was macht der denn da drin? Oh Mann. Jetzt sind wir bald bei den Special Thanks. Das sind meistens immer die letzten. Copy Editor, okay. Ah, hier wird ja die Vertriebsplattform reingenommen, ne? Ja, jetzt kommen die Special Thanks. Da werden nochmal die wichtigsten Leute gedankt. Die bei der Entwicklung zum Beispiel mitgeholfen haben, bei Ideenfindung oder so, oder einfach so wichtige Leute. Jetzt kommt einfach nur die Danksagung von weniger wichtigen Leuten. Noch, jetzt kommt der Song nochmal, okay. Ja, die kommen natürlich auch noch. Adobe Flash, ganz wichtig. Software. DTS Digital Sound. Surround. Digic Pictures. Dolby Digital. Havoc.
auch überall zu finden irgendwie. Autodesk Human IQ. Okay. Waterproof. Lidl-Weiß habe ich auch schon überall gesehen. Nochmal alle Rechte vorbehalten, kauft euch das Spiel, ist ganz wichtig. Achtung. Das Spiel könnte. Was? Keine echten Piraten wurden. Und wissen nochmal Speicher. Keine echten Piraten wurden übrigens. Wurden übrigens während des Spiels und während der Produktion zu Schaden genommen oder gekommen. Jetzt habe ich noch die Möglichkeit, die Spiele zu machen hier. Wahrscheinlich kann ich jetzt. Muss ich jetzt auswählen, wo ich hin will, ne? Ja, warum nicht? Gehen wir nach Hause. Gehen wir nicht nach Hause, was ist denn das? Habe ich die Marineaufträge vergessen? Nö, ne? Ist das New Game Plus? Achso. Ah, ich hätte einfach nur wegklicken müssen. Okay. So, ich würde da sagen, warten wir kurz. Sie haben das Spiel beendet. Damit haben sie ein Relikt erhalten. So, hier haben wir natürlich den Original Kenway. So, gut. Und ich würde sagen, mit dem Blick sage ich danke fürs Zusehen. Und bis zum Add-on. Ciao, ciao.